Oh. 1:1. Es sieht 1:1 genau gleich aus, Digga. Moin Freunde, was geht? Milo hat ein Video rausgebracht, wir waren am Angelcamp von Knossi ein Jahr zu spät. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Aktion, denn Milo und ich waren vor circa 2 Monaten in Berlin, haben damals schon das Video gefilmt für jetzt, weil dieses Wochenende das Angelcamp von Knossi ist. Wir gehen rein ins Video, ich bin sehr gespannt. Abfahrt. Dort ist es, wir sind da. Wir haben den Spot gefunden. Ey. Das war eines der wildesten Sachen, die ich zusammen mit Milo gemacht habe. Es war sehr, sehr geil. Oh Mann. Warum sind wir zwei Schweizer am Angelcamp-Spot von Knossi? Naja, warum nicht? Sido, Marc. Warte kurz, ich kann doch so das Video nicht schauen. What the fuck? Für das Angelcamp muss man den offiziellen Angelcamp-Hut aufsetzen. Knossi und Sascha. Das Angelcamp war und ist das größte Twitch-Event Deutschland. 312.000. Fun Fact, als das Angelcamp 1 war, kannte ich Knossi noch nicht. Ich habe es nicht geschaut. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt nie auf Twitch. Chillig, Digga. Peak-Viewer sprechen für sich, die Zuschauer, und dazu gehöre ich, haben es geliebt. Ja, und genau darum wollten Adi und ich mal die Magie des Ortes erleben. Und da. Ja, genau, das ist die Magie, die man unbedingt erleben will. Warum sind wir aus der Schweiz nach. Ey, Digga, ich kann nicht mehr, ne, meine Stimme. Ich bin seit 3 Tagen krank, erkältet. Ich habe nicht Corona, ich habe einen Test gemacht, aber Digga, ich sag's euch ganz ehrlich, das schiebt aber gar nicht. Norddeutschland zum Angelcamp-Spot gefahren. Das kann man keinem erzählen, Mann. Machen wir doch unser eigenes kleines Angelcamp. Wir steigen jetzt gleich in den. Nee, Digga, ich kann das nicht mit diesem Hut anschauen. Das sieht komplett beschissen aus. Zugbein in Richtung Berlin. Wann Digga. Geht's zum Angelcamp, Digga? Holy shit. Wir sind jetzt im Zug von Basel nach Berlin. Und wer sind wir? Ich und Adi, hallo. Ach, scheiße, Mann. Aber wir Schweizer sind keine Geringverdiener. Es war eine Kooperation, die ich hatte mit der SBB. Nichts gegen den Nachtzug, aber ich sag mal so, dieser Nachtzug da. Es war nicht der modernste Nachtzug, aber es ging, es hat funktioniert, wir leben noch. Und daher war unser eigenes privates Abteil. Und was dann an diesem Abend zwischen Milo und Adi passiert ist, das sehen Sie auf Pornhub. Ja. Knapp 10,5 Stunden werden wir jetzt in diesem Abteil verbringen und hier nächtigen. Diese Betten garantieren 100%iges Angelcamp-Feeling, oder? Wir stimmen uns ein. Das ist voll mit Stoff. Digga, die Betten, die waren so alt, ne? Das hat richtig gestäubt, wenn man da drauf gehauen hat. Wer haut schon auf ein Bett drauf? Hier drin braucht man die Masken nicht wegen Corona, sondern wegen dem Stau. Oh. Ich habe nicht viel geschlafen. Wie viel hast du geschlafen? Ich weiß es nicht. Das Bett war ein bisschen, ich sag mal so, ein ganz bisschen hart, aber ich denke, man kann es überleben. Aber das Leben ist ja auch hart, deshalb, wenn das Bett hart ist, widerspiegelt das Bett ja das Leben. Oder anders gesagt, halt dein Maul. Die Harten kommen in den Garten. Nur die Harten kommen in den Garten, ihr wisst es. Das Angelcamp 2020 war an dieser wunderbaren, idyllischen Location. Durch meine unglaublichen Geografiekünste habe ich den Ort nach langem Suchen endlich herausgefunden. Ich denke nicht, dass es ein Problem gewesen wäre, aber ich will den Ort jetzt nicht hier im Video auf Krampf liegen, falls die nochmal irgendwas dort in der Richtung machen wollen. Als wir den Ort dann rausgefunden haben, sind wir mit unserem Mietauto in die Nähe von Brandenburg. Mietauto? Mit unserem Mietauto? Brandenburg gefahren. Das erste Mal auf deutschen Autobahnen. Wir gehen angeln, meine Freunde. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Angelcamp. Bist du ready oder was? Ich bin ready. Bist du ready? Ich bin born ready. Es ist gar nicht stressig, auf deutschen Autobahnen zu fahren. Der hat Deutschland. Wir sind am Filmen hier. Wir gehen zum Angelcamp. Wir gehen zum Angelcamp. Staatsfeind Nummer 1. Ja. So, wir sind jetzt hier. Staatsfeind Nummer 1, Adi Totoro. Hier ist er. Wir waren einmal auf deutschen Autobahnen und dann hat es gehupt und wir dachten so, Digga, shut the fuck up. Dann schaue ich so rüber, dann so ein Dude. Ey, bist du nicht dieser Schweizer? Chillig, Digga. Aber sehr, sehr funny. Sehr, sehr nicer Dude. Kuss geht raus. Hier angekommen beim Spot und das Wetter ist sehr, sehr nice. Ein bisschen Regen wäre ja kein Problem gewesen. Ich meine, Regen zieht ja die Fische an, glaube ich zumindest. Ich meine, Regen und Angelcamp, das passt zusammen. Aber das Wetter war. Wir waren aber natürlich trotzdem hyped. War mal kurz.
Jetzt kann es mit dem Angelcamp losgehen. Moin, Meister. Hier sind noch meine Unterhosen. Was ist? Ui, Memo, den würde ich. Ich würde den wirklich. Das ist meine Unterhosen. 3 Euro Fischerhut, 2,50 Euro Poncho, Badehosen aus der 6. Klasse. So ein Ding ist das nämlich. Wir sind jetzt draußen, es regnet ein bisschen weniger. Wie man sieht, ist der Drip ins Unermessliche gestiegen. Genauso muss man an diesem Ort aussehen, nicht anders. Ganz wichtig. Dort ist es. Wir mussten ja das Angelcamp-Feeling bekommen, deshalb der Poncho, deshalb wir haben extra den Regen bestellt, weil es sich so gehört. Wir sind da. Ja. Meine Damen und Herren, mein Outfit ist eine... Und für die Leute, die sich fragen, wer hat denn das Ganze gefilmt? Wir haben so eine Kamera gehabt mit einem Propeller oben und die ist geflogen und hat uns gefilmt. Das war nicht die Freundin von Milo. An die Leute, die es gedacht haben, denn Milo hat keine Freundin. Ist nur eine Lüge. 10 von 10, wir sind mittlerweile angekommen und vielleicht erkennt... man schon, wir haben den Spot gefunden. Für ein Fischercamp gibt es kein besseres Wetter als Regen. Wenn der Regen spult, dann kommen die Fische, dann kommen die Fische hoch. Kommen die Fische hoch, wenn es regnet, oder gehen die Fische runter? Weil wenn es regnet, dann wird das Wasser ja wärmer, ist es richtig, weil Regen ist warm. Kommen dann die Fische hoch oder gehen, wenn es regnet, die Fische nach unten? Ich weiß es nicht. Ja. Frisches Wasser, das ist perfekt, es könnte nicht besser sein. Ja, also wir könnten keinen besseren Tag erwischt haben. Oh, 1:1, es sieht 1:1 genau gleich aus, Digga. What the fuck? Wir haben es gefunden, wir sind am offiziellen Angelcamp-Spot und was soll ich sagen, das Wetter, das spielt wirklich komplett mit. Wir sind klitschnass. Ich weiß nicht, ob man das uns ansieht. Es ist das perfekte Angelwetter, das muss man wirklich sagen. Wir haben ja auch hier den Poncho dabei, Fischerhut, den Fischerstuhl, alles was man braucht, die Fischer. Wir haben wirklich im Auto vorne, ungelogen, glaube ich, 40 Minuten gewartet, weil es hat wirklich richtig fett geregnet. Dann hat es aufgehört, dann haben wir gedacht, oh geil, es regnet weniger, gehen wir zum Angelcamp-Spot. Wir laufen zum Angelcamp-Spot, es fängt komplett an zu regnen. Man sieht es hier nicht so, aber wir waren wirklich komplett nass. Das Angelcamp 2021 kann beginnen. Ist eröffnet. Let's go! Zuerst müssen wir natürlich das Camp aufbauen. Adi, stell mal das Camp auf. Camp ist aufgebaut. Kann losgehen. Eigentlich wäre geplant gewesen, dass wir vor Ort noch einen Stream machen, grillen, den ganzen Nachmittag dort verbringen. Aber ja, das hat nicht ganz so geklappt. Wir wollten eigentlich ein Feuer machen, aber aus gewissen wettertechnischen Umständen fällt das Feuer heute leider aus, wie man sehen kann. Und vielleicht auch hören kann. Es sieht halt wirklich so aus wie im Stream. Hier waren die Jungs, haben geangelt. Hier war das Feuer. Hier ist in eine Feuerschale reingefallen. Ja, hier ist in die Feuerschale reingefallen. Bam! Oh, shit! Dann haben wir noch was gemacht, um was es im Angelcamp eigentlich überhaupt nicht ging, aber wir trotzdem gemacht haben. Angeln. Wir haben jetzt Juli und das Wetter ist so. Sommer in Deutschland, Win der Woche. Oh mein Gott, ich sehe was. Hier sind Fische. Nimm, hast du? Ich hab. Digga, bin ich dumm? Ich habe meine komplette Tasche ins Wasser gehalten. Wie dumm? Wie dumm kann man sein? Ich habe das gar nicht gemerkt. Der hat mindestens 30 Franken wert. Oh mein Gott. Thunfischfilet. Ist nicht ein Wels? Nee, das ist ein Thunfisch. Thunfisch? Wir haben einen Wels gefangen. Oh mein, warte mal, ich habe jetzt hier auch gerade noch einen Löffel. Warte, ich muss kurz den Fisch schlachten. Fisch, es tut mir wirklich leid, dass ich dich umbringen muss, aber... Oh, hoffentlich kriegen wir keine Anzeige von Peter auf jetzt. Wir gönnen uns den Thunfisch. Oh, nee. Frischer Fisch. Ey, Leute, die Thunfisch aus der Dose essen können, in meinen Augen wirklich. Das sind wahrscheinlich auch Österreicher. Ich sag's, wie es ist, das sind Österreicher. Bester Fisch, Digga. Oh, Prost. Mann, Digga. Prost, Mahlzeit. Fisch. Ich glaube, Sido hat ihn in den See geschissen, ja? Sido hat ihn in den See geschissen, der Fisch hat's gegessen. Aber sag ehrlich, ist hier ein Wels drin? Dann gehe ich nicht mehr baden hier. Ja, ich weiß nicht. Hier kann schon ein Wels drin sein. Nein. Wir sind extra aus der... Zwei Schweizer irgendwo in der Nähe von Berlin bei einem See am Hochdeutsch reden, wie sich's gehört. ...der Schweiz nach Norddeutschland gefahren, um solches Wetter zu haben. Das war die dümmste Idee ever, aber etwas... mussten wir noch tun. Dann müssen wir noch eins machen, und zwar baden, Digga. Da habe ich jetzt Anzeige drauf, oder? Aber das Wasser ist actually wärmer als die Luft selber, von dem her. Es gibt Gerüchte, dass hier drin
ein Wels ist. Und Welse, das sind ja Riesentiere, die könnten uns aufessen. Du hast ja einen Wels selber. In der Hose, ja? Ich bin ready zum Baden. Ui, was ein Junge, Digga, sag ehrlich. Ich hab so kalt. Ich hab so... Der Adonis-Körper ist da. Ja. Arsch, kalt. Nee, ist nicht kalt. Ich hab so kalt. Das Wasser ist viel mehr, ne? Wir gehen jetzt ins Wasser rein. Let's go, baby. Ich hasse eigentlich in Seen zu baden. Ich hab so kalt, das ist zum Kotzen. Man sieht absolut nichts. Ich seh nichts. Gehst du rein? Wir müssen fast, oder? Wir sind hier am einzigartigen Angelcampspot. Der geht runter, ja, geht's richtig runter. Oh mein Gott, hier geht's runter, ja. Geht's wirklich runter? Ja. Ey, das war so scary. An die Leute, die mich kennen, die wissen ja, ich habe eine Bojenphobie. Das heißt, ich kann nicht zu nah an Bojen gehen, ich kann nicht zu nah an Schiffsschrauben gehen. Und ich hasse Teiche und See, bei denen man den Boden nicht sehen kann, weil ich habe immer so das Gefühl, dass es dann richtig runtergeht. Und das hatte ich da auch das Gefühl, deshalb richtig hässlich. Wenn ich nicht weiß, was unter mir ist, Horror. So. 3, 2, 1. Ein Fisch! Ja, ist geschafft. Richtig tief. Ist richtig tief hier. Pass auf, ein Wels! Du hast eine positive Bewertung da. Good one. Abonniert den Kanal für mehr solcher geilen Ideen. Videos. Ich hoffe, man hört uns überhaupt. Es ist so gottlich am Einbauen. Tschüss! Aber geiles Video. Sehr, sehr geiles Video. Ich bin extrem gespannt aufs Angelcamp 2, das dieses Wochenende ist. Genau. Milo und ich sind nicht dabei. Das ist natürlich eine Frechheit. Deshalb werde ich das Deshalb werde ich das Angelcamp 2.0 boykottieren. Knossi, wenn du das hörst, der Krieg ist angesagt.